Gleich bei Leute heute Ellen Schwiers und Katharina Jakob. Eines der berühmtesten Mutter-Tochter-Gespanne im deutschen Fernsehen. Hallo ihr Leute heute Zuschauer. Wenn ihr uns nach dem Break sehen wollt, dann müsst ihr dranbleiben und die Werbung über euch ergehen lassen. Aber danach lohnt sich das, nicht Mutter? Ja, natürlich. Jetzt nach München. Hier steht ab heute fast der ganze Schwiers-Clan zusammen auf der Bühne. Familientheater quasi in der Komödie im Bayerischen Hof. Ellen Schwiers gibt normalerweise keine Interviews mehr. Für meine Kollegin Jutta Schönmakers hat sie eine Ausnahme gemacht. Eine kurze, sehr herzliche Umarmung zwischen Mutter und Tochter, Ellen Schwiers und Katharina Jakob. Gemeinsam proben die zwei intensiv für ihr neues Theaterstück. Für Ellen Schwiers werden es die letzten Auftritte auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sein. Danach nimmt sie für immer Abschied von der Bühne. Mit Wehmut? Ich denke nicht. Ich meine, außerdem Rollen in dem Alter, die gibt es ja auch schon gar nicht mehr. Also ich habe nichts mehr, wonach ich mich noch sehnen könnte, das nun unbedingt spielen zu wollen. Also es ist wirklich, irgendwann macht man mal Schluss. Das Jahr 2015 hat für Ellen Schwiers eine ganz besondere Bedeutung. Sie feiert ihr 70. Bühnenjubiläum und im Juni den 85. Geburtstag. Altern ist nicht lustig. Davon ist die Schauspielerin überzeugt. Überall tut's weh. Der Blutdruck stimmt nicht mehr. Nein, es ist nicht schön. Schön ist es nicht. Also ich weiß gar nicht, wer das Alter irgendwie mal besungen hat als besonders erstrebenswert. Also ich kann das nicht finden. Katharina Jakob mit ihren inzwischen 57 Jahren hat auch schon das ein oder andere Wehwehchen zu beklagen. Klar, Übergewichtigkeit, Knorpelschäden, leichte Demenz. Oh nein, das stimmt ja gar doch, nicht. Also das ist jetzt. Ganz so ernst hat Katharina Jakob das wohl nicht gemeint, denn ansonsten könnte sie bei diesem Projekt nicht gleichzeitig als Schauspielerin und Regisseurin auf der Bühne stehen. Das heißt, die ganze Familie muss nach ihrer Pfeife tanzen. Zwei Cousinen, der Onkel und die Mutter. Sozusagen ein Familienprojekt. Ich tanze ständig nach ihrer Pfeife. Sie ist sehr stark, also muss ich sagen. Sie wird wahrscheinlich das Gegenteil behaupten, aber das ist ja unser Charme. Wissen Sie, bei uns in der Familie gilt ein Wort. Übertreibungen veranschaulichen die Dinge. Also Sie müssen nicht immer alles ganz wörtlich nehmen, was wir sagen. Wir übertreiben gerne. Sinnigerweise heißt das Theaterstück Altweiberfrühling. Darin eröffnen vier reifere Damen eine Dessous-Boutique und das mitten in einer dörflichen Idylle. Dazu muss Frau schon ein Faible für Reizwäsche haben. Dessous, ich finde sie wunderschön. Also das gab es lange Zeit bei uns in Deutschland nicht. Und insofern meine Einstellung zu Dessous, jetzt bin ich zu alt. Ich habe einmal einen Versuch bei meinem Ex-Mann gestartet und da ist der vor Lachen aus dem Bett gefallen. Habe ich es danach gelassen. Da kann man der fidelen Schwiers-Familie für den Altweiber-Frühling nur toi 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 und viel Erfolg wünschen.